Hi Leute, willkommen zu einem neuen Gameplay. Heute zocken wir zusammen Paper Valley. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, weiß auch gar nicht so wirklich, um was es sich geht. Ich will mal komplett unvoreingenommen da rangehen an die Sache und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Hier steht Throw the Plane Through the Circle. Schnappen wir uns mal hier so ein. Hat ja geklappt. So, werfen muss ich noch lernen. Okay. Boah, das ist gar nicht so einfach. Wo seid ihr? Oh Gott. Schon im Menü scheitere ich. Hä? Okay. Hat geklappt. Okay, man muss so ein bisschen ausholen. Also man braucht ein bisschen Platz dafür. Ah, der war falsch. Ne. Ich krieg den mal zu hoch, ne? Ah, der war gut. Okay, das war quasi das Tutorial. Wir legen los. Oh. Sieht irgendwie cool aus. Okay. Wow, sieht sehr Fantasy-mäßig aus, das Ganze. Okay, ich vermute mal, dass wir hier drauf zielen müssen. Na, das müssen wir auch erstmal schaffen. Ach cool, überall wo wir daneben werfen, kommen irgendwelche Pflanzen. Jetzt guck mal. Das ist nicht schlecht. Aber ich will nicht daneben werfen. Sonst ist hier gleich alles voller Pflanzen. Oh Gott, ey. Aber sieht auch lustig aus. Oh, der sieht cool aus. Nö. Ah, den hätten wir lenken können, oder was? Okay, noch nicht mal den Lenken hin. Kriegen wir da hin. Endlich, mein Gott. Wenn dann noch Zeit geht, wären wir schon kaputt. Okay. Und jetzt bestimmt den hier, oder? Oh, okay. Wir sind ein Stückchen weitergekommen. Also ist auch so eine Art Geschicklichkeit-Game, aber ich bin überhaupt nicht geschickt. Mein Gott. Komm. Oh Leute, gleich ist alles zugewachsen. Boah, bin ich schlecht. Noch mit links probieren. Aber ich bin Rechtshänder, von daher wird das auch nichts geben. Nee. Ich verzweifle. Warum haut der nochmal ab? Mein Gott. So, jetzt den hier. Komm her, Honk. Wow, den haben wir gut geworfen. So, weiter geht's. Dann war jetzt nicht so schwer. Ah, man kann ihn auch noch. Man kann alle ein bisschen lenken, okay. Jetzt verstehe ich. Ah, Leute, da muss einem doch gesagt werden hier. Ja,
jetzt wird's klar. Jetzt macht's auch ein bisschen mehr Spaß. Komm. Ah, der ist abgestürzt. Komm. Ah, fuck. Runter. Nee. Okay, wo ist er? Nee. Der ist wieder sehr weit weg. Das ist echt schwierig. Komm. Jawoll. Ah, der fliegt fast schnurstracks dahin. Teleporter, ja. Der Teleporter. Ist echt cool, wie sich das alles auch aufbaut hier. Ah. Komm. Nee. Der Winkel ist scheiße. Aber. Oh Mann. Ah, der war gut. Ah, passiert wieder was? Die Musik ist auch cool. Also echt liebevoll gemacht, muss ich sagen. Was ist das denn? Kann man das auch noch ab? Bunte Gebilde da. Ah, schade. Okay. Nein, stürz nicht ab. Oh Gott. Den will ich auch noch irgendwie treffen. Gucken, ob wir da irgendwas bekommen. Ah, die verrecken alle. Oder machen wir es doch nicht. Ah, ich wollte schon wissen, was das ist. Ah, extra. Das sind diese, ja, die so schnell fliegen. Ob uns das was nützt, weiß ich nicht. Nee. Okay, das hat gar nichts gebracht. Oh, das ist aber blöd, den zu treffen. Komm! Jetzt wird wieder alles bunt. Oh, jetzt wird's schwierig. Okay. Weg war er. Oh. Habe ich nicht die richtige Kurve gekriegt? Jetzt aber, oder? Ah, fuck, ich habe den nochmal hochgehoben. Jetzt! Was ist denn für ein lustiges Männchen da? Okay, muss ich den jetzt treffen, oder? Nö. Da hinten ist noch was. Boah, ja. Mit denen kann ich gar nicht umgehen. Mit denen geht's so gerade. Hab ich ihn doch noch getroffen. Okay. Ich ziehe den meistens noch mal irgendwie hoch, das ist blöd.
Ah, das ist ein langsamer Gleiter. Den kann man gut lenken. Aber ich nicht. Okay, komm. In die neue Welt. Bring me home. Wow. Und ein bisschen weitläufiger das Ganze. Ah, ist cool umgesetzt. Also auf jeden Fall hat sich da jemand Gedanken gemacht. Und auch mal wieder eine komplett neue Spielidee, würde ich sagen, rausgebracht. Auch wenn es jetzt nicht für jedermann was ist, aber man muss respektieren, dass echt cool gemacht ist. Okay, aber was fehlt jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, was wir machen müssen, aber ob wir richtig sind. Okay, da ist richtig. Scheinbar. Oh, nochmal hochgehen hier nicht. Wow. Oh, ich bin so schlecht. Guckt euch das an. Oh. Jawohl. Ah, fast. Boom. Der hat gesessen. Ne. Ja, wenigstens verschwimmen wir in die Welt. Wenn wir nicht treffen, ist ja auch nicht schlecht, ne? Wir machen die Welt bunter. Ah! Endlich. Boah, der trifft. Yes. Komm. Ah. Jawohl. Der war gut. Oh, ich weiß nicht, was die hier für eine Besonderheit haben. Wow. Okay. Der war gut. Boah, jetzt läuft's aber, oder? Man hätte ich nicht sagen dürfen. Oh, der wird nicht leicht, der wird nicht leicht. Am besten durch das Ding und dann runter, oder? Ah, da war mal. Das war ja mal gar nichts. Komm! Jawoll! Puh! Das hätten wir. Oh, ne. Oh, das ist weit. Oh, komm, komm, komm. Zählt er auch, wenn er trifft? Ne, leider nicht. Komm. Was ist unser Teleporter? Okay. Oh,
Wir haben schon sehr viele kleine Flugzeuge. Ja, der war sehr gut. Schön die Kurve genommen. Boah, heute Abend habe ich einen Tennisarm. Ne, der verreckt. Oh Gott. Nein! Ich darf nicht gegen die Wand hauen oder so. Oh Gott. Komm. Mach doch, was ich will. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Er hat eine mickrige Blume gemacht. Oh Gott. Nee. Ich kann gleich gar nicht mehr werfen, ne? Boah. So, haben wir ein paar Papierflieger mehr. Jetzt müssen wir den da unten treffen. Der wäre ich mir so einen schnellen ganz gut. Ah, ja, der müsste aber tiefer. Ja. Habe ich nicht dran geglaubt. Nicht wirklich dran geglaubt gerade. So. Da haben wir noch was? Aber da ist ja auch noch ein. Ah, schade. Fliegen wir es mal dahin. Gucken wir mal kurz, was da noch ist. Hier können wir uns auf jeden Fall noch was abholen. Dann müssen wir auch gleich wieder dahin, wenn wir den jetzt haben. Jawohl. Kommen wir da hinten zurück. Da wäre echt so einer besser, wenn ich damit umgehen kann. Bam! Macht echt Spaß, ist irgendwie cool. Auch wenn es jetzt nichts mit Action oder Ballerei zu tun hat. Ah. Boah, die gehen gar nicht irgendwie. Also mit denen kann ich gar nicht umgehen. Langstreckenbomber brauchen wir hier den. Oh, fuck! War das knapp! Der war auch knapp. Der war ganz knapp. Komm, komm, komm. Also viel fehlt oft nicht.
Komm, runter, 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 runter. Boah, war das geil. Alter. Der hat gesessen. Und jetzt? Komm runter. Das war zu viel. Ja, der kommt. Jawohl. Ne, mit denen kann ich gar nicht klarkommen. Boah, die darfst du ja, wenn du da mit ein bisschen hier mit dem Stick, mit dem Touch-Controller hantierst, da ist direkt vorbei. Guck dir das an, ne. Ja, die kann man wenigstens ein bisschen so sanft lenken. Aber die gehen gar nicht. Der hat noch hingehauen. Nein, ah, den hätte ich nicht bewegen dürfen. Dann hätte er hundertprozentig geklappt. Den auch. Ja, den habe ich nicht bewegt und der ist abgesoffen irgendwie. So. Treff doch einmal. Ah, du kommst aber zurück. Das ist gut, ob du zurückkommst. Ja, man kann schöne Spuren mit dir machen, aber das war dann auch schon. Hoch! Ja, Punktlandung. Boah, der war irgendwie schwierig, aber dann am Ende doch einfach irgendwie. Ne. Okay. Manche trifft man so ganz locker und die anderen pimmelt man sich dann ab. Habe ich Platz? Ja. Nein! Ich komme jetzt auch teilweise direkt wieder. Ist natürlich auch nicht schlecht. So. Also ich will noch einmal dieses Männchen sehen und dann können wir eigentlich aufhören für heute hier. Ich denke mal, das sind immer so Levelabschnitte, hoffe ich auf jeden Fall mal. Okay, Teleport. Okay, Höhle. Gut, dass wir hier Snapturn haben. Ansonsten ist die Gefahr echt groß, gegen die Wand zu hauen. Da. Willst du nicht noch einen Kilometer weiter weg? Ah,
fuck. Hätte die Kurve gekriegt nach oben hin, hätte das was werden können. Ne. Boah, der war gut. Ja, dafür sind diese schnellen Teile gut. Okay, das wird ein Levelabschnitt sein. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Boah. Ja, das war Paper Valley. Ja, schönes, ruhiges Game, finde ich auf jeden Fall. Muss ein bisschen Geduld und Geschicklichkeit haben. Ja, gesehen, wie blöd ich mich am Anfang angestellt habe. Aber echt ein interessantes Game und eine nette Spielidee. Ich gebe dem Spiel einen Daumen hoch. Gebt mir einen Daumen hoch für das Video, wäre echt gut. Und ein Abo, freue ich mich immer drüber. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.